Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Plugin Review/Tutorial. Und zwar heute mit dem Plugin Elytra Plus. Was macht dieses schöne Plugin? Es ist erstmal ein 1.9 Plugin. Und zwar, es ermöglicht euch mit eurem Elytra, also dem Gleiter, der in der 1.9 hinzugefügt wurde, auch als Jetpack zu nutzen. So, Features haben wir hier zum Beispiel mit Shift kann man sich beschleunigen. UUID-kompatibel heißt einfach nur, dass wenn ihr die Spielernamen wechselt, dass trotzdem noch eure Einstellungen beibehalten bleiben. Man kann jeden Partikel an- und ausschalten. Und es gibt eine Fuel-Funktion, das heißt, dass man Treibstoff verbraucht. Kann man nutzen, wenn man zum Beispiel einen RPG-Server hat. So, Permissions haben wir Elytra Plus.use. Braucht man, um mit Shift sich zu beschleunigen. Elytra Plus.change Particle, damit man den Partikel wechseln kann. Elytra Plus.update, damit man den normalen Elytra zum Elytra Plus, also einem Jetpack, machen kann. Und Elytra Plus.setFuel, damit kann man den Treibstoff setzen. So. Hier sehen wir auch ein paar Bilder. Hier haben wir jetzt zum Beispiel Elytra mit Treibstoff. Hier haben wir die Partikel. Und Kommandos sind Elytra Plus oder EP. Damit kann man das Partikel GUI öffnen. EP Update, damit man den Elytra updatet. Und EP Set Fuel. So, dann ladet ihr euch das Plugin herunter. Ist relativ klein. Zieht es auf euren Desktop. Habe ich hier schon gemacht. Da ist es. Öffnet euren Testordner und zieht das Plugin dort hinein. Das Plugin funktioniert natürlich nur auf der 1.8, da dieser Elytra auch nur auf der 1.9 existiert. Ja, also es funktioniert nur auf der 1.9. So, dann startet ihr den Server. Dann werden wir gleich sehen, dass wir eine Benachrichtigung bekommen, dass das Plugin ordnungsgemäß funktioniert. Natürlich erst, wenn er die Welt fertig geladen hat. Und ja, tut mir leid nochmal nebenbei, dass so lange keine Updates kamen, Tutorials. Aber ich werde jetzt versuchen, möglichst wieder mehr Tutorials für euch zu machen. So, wir sehen jetzt hier auch schon Elytra Plus, Enabling Elytra Plus Version 1.5. Dann können wir den Server wieder stoppen. Disabling Elytra Plus. Und wir gehen in unseren Plugins Ordner. Hier haben wir jetzt einen Elytra Plus Ordner. Da gehen wir rein, klicken auf die Config. Und hier haben wir jetzt Configure allgemein, ob das Plugin ausgeschaltet ist. Die Acceleration ist die Beschleunigung, also wie stark man beschleunigt. Ich nehme das jetzt mal auf 1,3. Der maximale Speed ist halt, wie schnell man fliegen kann. Das wird hochbeschleunigt, bis man dann hier irgendwann ist. Die Disabled Birds ist einfach nur, wo das Plugin nicht funktionieren soll. Dann haben wir Use Fuel. Also das heißt, ja, wenn wir das auf True stellen, da hat mein Jetpack nur bestimmt viel Treibstoff und das können wir dann hier auch setzen. Und hier haben wir jetzt die Partikel. Das heißt, man kann mit diesem Inventar, was ich vorhin gezeigt habe, auswählen, welchen Partikel. Das kann man auch mit einem Kommando machen. Hier können wir den Standardpartikel setzen, das ist jetzt Flame als Beispiel. Aber das können wir auch später ändern. Hier können wir dann ein- und ausschalten, welche man sehen soll und welche nicht. Das lasse ich aber so. Und später erstellt sie noch eine zweite Datei, die speichert einfach nur die Schleier, die Spuren, die ihr da ausgewählt habt. So, dann starten wir den Server erneut. Und dann gehen wir auch in-game. Das Plugin ist auch sehr performant, das heißt, es zieht nicht viel Serverressourcen auf. Dadurch soll es auch bei vielen Spielern nicht zu Problemen kommen. Dann gehen wir in Minecraft rein. Habe ich hier schon mal vorbereitet. Join den Local Host. So. Okay. Und hier sehen wir unser Testwetter. Das ist auch noch ein kleines Testobjekt. Aber das soll uns erstmal nicht interessieren. So. Ich habe jetzt schon ein Lichtraum im Inventar. Ja, und auch ein an. Und wir sehen hier ist keine Fuel-Anzeige, da wir das ja ausgeschaltet haben. Wenn ich jetzt hochgehe wie im Kreativ, so, mich dann fallen lasse, ja gut, man soll natürlich auch den Elytra nutzen können. So,
Haben wir gerade schon gesehen, jetzt kommen Partikel. So, und wenn ich jetzt mit Shift beschleunige und ich fliege nach oben. So, hier gleite ich jetzt wieder herunter. So, und dann kann ich mit Shift wieder hochziehen und wieder hoch beschleunigen. Das geht natürlich auch nach unten, aber das wollen wir ja nicht. So sieht das dann aus, wenn wir jetzt zum Beispiel hoch beschleunigen oder wieder und runter gehen. Und dann wieder hoch beschleunigen und so geht das dann halt immer weiter. So, haben wir hier und dann können wir jetzt, würden wir jetzt hier wieder hochfliegen. Und ja. Ich lande jetzt mal hier kurz Bruchlandung. So. Dann können wir mit Slash EP ein Partikel auswählen. Das heißt, wir haben hier Explosion, Fireworks, alles Mögliche, was wir vorhin noch gesehen haben. Nehmen wir erstmal Drip Lava. So. Und jetzt, wenn es klappt und wenn wir das auch sehen. Es gibt einige Partikel, die sieht man nicht so gut. Einige sieht man sehr gut. Hier sehen wir jetzt zum Beispiel dieses ein bisschen rote hinter uns. Da sieht man das sehr gut. Das Drip Lava. Und ja, mehr macht das Plugin auch nicht. Ist eine schöne kleine süße Sache für vor allem Lobby-Server mit Gadgets. Kann man auch dann den Premium-Mitgliedern oder so geben. Und ja, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst auch einen Daumen nach oben da oder ein Abo oder einen Kommentar, je nachdem, was ihr wollt. Hilft mir immer und freut mich vor allen Dingen. Und nochmal Entschuldigung, dass so lange kein Videos kam. Ich versuche es jetzt öfter ein Video zu machen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Plugin. Review, Tutorial, whatever. Bis dahin, Leute, haut rein. Ciao.